Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Powered by CMS Hasche Siegle. Ja, Hannover Messe 2016. Markus Bachmeier ist bei mir, Head of Hydrogen Solutions bei der Linde AG. Sind Ihre persönlichen Wasserstofftanks schon voll für den Messetag? Ja, Sie können hier draußen ja mit den Autos fahren. Einige der Hersteller haben Autos gebracht. Wir betanken die hier regelmäßig. Von daher geben Sie Gas. Alles vorbereitet, dann sprechen wir mal ein bisschen über das Thema Wasserstoff. Ja, Herr Bachmeier, eine alte Branchenweisheit sagt ja, dass die Brennstoffzelle immer in 5 Jahren kommt. Hat sich daran 2016 etwas verändert? Also wenn Sie das in 2011 gesagt haben, dann war das tatsächlich richtig. Wir haben jetzt 2016. Sie können die ersten Autos kaufen. Sie können die Hyundai-Auto kaufen. Wir haben das auch gemacht. Wir haben bei uns im Unternehmen inzwischen 50 dieser Autos im Einsatz. Sie können das Toyota-Auto kaufen. Und Sie können seit 10. März in Japan auch das Honda-Auto kaufen. Und wir hoffen natürlich, dass Honda sich sehr bald entscheidet, dieses Fahrzeug auch in Europa anzubieten. Von daher, die Brennstoffzellenautos sind da. Sie können die im Schauraum angucken, fahren, kaufen. Dann schauen wir mal auf die Tankstellen, die Sie ja mit aufbauen. Wie weit sind Sie da bei der Infrastruktur? Also bei den Tankstellen ist es so, dass es aus unserer Sicht 3, 4 große wichtige Märkte gibt. Das ist zum einen Japan. In Japan gibt es Stand heute 80 Tankstellen, was eine erste gute Grundabdeckung ist, gerade angesichts der Form des Landes. In Kalifornien gibt es heute etwa 15 Tankstellen. Auch hier ist natürlich Ausbaubedarf da, das ist klar. Aber in Kalifornien gibt es ein Förderprojekt, das die ersten 100 Tankstellen eben auch mitfinanziert. Von daher sind wir auch da optimistisch, dass die Zahl der Tankstellen von der heutigen Basis noch stark nach oben gehen wird. Es gab den Plan, bis 2015 50 Tankstellen in Deutschland zu haben. Das hat nicht geklappt. Jetzt steht dieses Ziel für 2016. Schaffen wir das? Also ich kann da nur für unser Unternehmen sprechen. Wir haben uns ja committed, dass wir 10 Tankstellen bauen im Rahmen von diesem 50-Tankstellen-Programm. Diese 10 Tankstellen sind wir sehr optimistisch, dass wir hinkriegen. Entweder bis zum Ende des Jahres, vielleicht geht auch die eine oder andere noch mal ein bisschen in den Januar, Februar des nächsten Jahres rein. Das ist aber dann auch nicht kriegsentscheidend. Wichtig ist, wenn wir dann diese 50 Tankstellen haben in Summe, dass Sie mit diesen 50 Tankstellen schon mal eine erste gute Abdeckung des Landes haben. Sie haben in den Ballungsräumen dann 2, 3, 4, teilweise sogar 5 Tankstellen. Sie haben die ersten Tankstellen an den Autobahnen zwischen den Ballungsräumen. Und Sie haben dann auch schon eine Betankungskapazität für etwa 4.000 Fahrzeuge. 4.000 Fahrzeuge ist nicht schlecht. Wir haben jetzt etwa 100 bis 150 Fahrzeuge im Land. Die Zahl geht nach oben, die soll natürlich auch nach oben gehen. Aber wie gesagt, 4.000 können wir abdecken und wir werden ja mit Harz Mobility dann hochgehen auf 100 Tankstellen. Und Ziel ist, dass wir bis 2023, 2024 etwa dann auf etwa 400 Tankstellen hochgehen. Also von daher, denke ich, sind wir da ganz gut unterwegs. Also ein bisschen was bleibt noch zu tun bei den Tankstellen. Wo drückt denn da Ihrer Ansicht nach der Schuh? Also ich denke, es gibt ein paar Themenbereiche, an denen wir zusammen mit unseren Partnern noch intensiv arbeiten werden. Das eine ist natürlich der Netzausbau selbst. Es ist nicht ganz einfach, diese Tankstellen auf bestehenden Tankstellen unterzubringen. Das ist eine Kostenfrage, das ist eine Frage der Flächenverfügbarkeit, das ist eine Frage der Genehmigungen. Und das sehen wir natürlich auch in Städten, wo die Genehmigungsbehörden bereits mehrfach damit gearbeitet haben, fällt das wesentlich leichter als an völlig neuen Standorten. Wir werden an das Thema Messbarkeit, Eichbarkeit, Eichfähigkeit rangehen, zusammen mit unseren Partnern. Wir haben das Thema der Verfügbarkeit der Tankstellen. Auch hier haben wir natürlich von den konventionellen Tankstellen her eine sehr, sehr hohe Messlatte in puncto Verfügbarkeit für die Kunden. Und klar, das ist entscheidend wichtig für die Kunden, die dann später da tanken werden. Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Empfehlen Sie eher, quasi bestehende Tankstellen noch mitzubesetzen mit dem Thema Wasserstoff oder doch lieber einen Solo-Standort zu wählen? Also am Ende des Tages entscheiden die Kunden darüber, was sie gut finden und was sie akzeptieren. Unsere Einschätzung ist, und das ist von Land zu Land natürlich unterschiedlich, aber unsere Einschätzung hier für Deutschland ist, dass die meisten Kunden einfach diesen Gewöhnungseffekt auch haben, dass sie an eine bestehende Tankstelle fahren. Sie sind dort Sicherheit gewohnt, sie sind dort Sauberkeit gewohnt, sie sind dort natürlich auch ein Jobangebot gewohnt und sie sind dort natürlich auch gewohnt, dass sie einen Qualitätskraftstoff kriegen. Und das sind alles Dinge, von denen wir den Eindruck haben, dass das auch bei Wasserstoff eine wichtige Rolle für die Kunden spielt. Wenn ich mir die Planungen der deutschen Automobilhersteller angucke, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man den Fehler der batterieelektrischen Mobilität, dass man erst Fahrzeuge hat und keine Infrastruktur, nicht nochmal wiederholen möchte. Können Sie das bestätigen, dass man diesmal sagt, Grundinfrastruktur und dann wirklich Fahrzeug-Rollout, dass das so die Reihenfolge diesmal ist?
Ich denke, ja, also Sie sehen ja gerade beim Privat-Pkw muss erstmal eine gewisse Abdeckung an Infrastruktur da sein, bevor der private Kunde oder auch der Geschäftskunde sich entscheidet, so ein Fahrzeug zu nehmen. Deswegen arbeiten wir ja auch eng mit den Autoherstellern zusammen. Bei Hartzmann Mobility ist Daimler einer der Investoren. BMW, Volkswagen, Honda, Toyota sind sogenannte Associate Partner bei Hartzmann Mobility. Und hier arbeiten wir eben auch sehr eng in der Planung des Netzaufbaus zusammen mit den Automobilherstellern. Das heißt, Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es neben den schon genannten asiatischen Fahrzeugen bald auch deutsche geben wird? Ich finde, in erster Linie ist es wichtig, dass das Fahrzeug für den Kunden ein attraktives Angebot ist. Ob dann da ein Logo eines deutschen Herstellers oder eines nicht-deutschen Herstellers drauf ist, ich glaube, für die allermeisten Kunden ist das nicht mehr so wichtig, sondern wirklich die Frage, ist das ein Auto, das mir gefällt? Ist das ein Auto, das in mein Leben passt? Ist das ein Auto, das ich haben will? Und wo wir schon beim Auto sind, bei uns Fachjournalisten gibt es ja immer die Frage Batterie oder Brennstoffzelle. Wenn man die Frage Ihnen stellt, was würden Sie antworten? Also ich bin da relativ undogmatisch. Es wird mit Sicherheit Kundensegmente geben, wo die Batterie eine bessere Lösung ist. Immer dann, wenn Sie eher kleine Fahrzeuge haben, wenn Sie eher kurze Strecken haben, wenn Sie eher auch berechenbare Strecken haben. Wir gehen davon aus, dass dann, wenn Sie auf die Langstrecke wollen, wenn Sie ein größeres Fahrzeug haben wollen, dass dann in den allermeisten Fällen die Brennstoffzelle die bessere Antriebslösung sein wird. Und die letzte Frage, Herr Bachmeier, wann können Sie bedenkenlos von der Hannover Messe zurück nach Pullach mit einem Wasserstoffauto fahren? Das könnte ich heute Nachmittag machen. Und werden Sie es tun? Ich bin im Zug hier, weil die Autos sind ja hier für die Kunden zum Testfahren da. Okay, vielen Dank. Danke Ihnen.